Moin Freunde, zu einer neuen Corner. Es ist wieder fantastisches Wetter. Geht so eigentlich. Es ist okay, das Wetter. Wir sind im wunderbaren Berlin, im Treptower Park mit dabei. Ja, die einzig wahre Legende. Olle Tanzverbot, Alter. Doppelpiece. Tanzi, wie geht's dir, Alter? Alles gut? Mir geht's sehr gut. Ich bin geschillt. Das Wetter ist angenehm. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass es regnet, aber das kriegen wir schon. Wir haben im Zweifel haben wir Regenschuhe. Die kann ja schau dir auf der Schnelle noch reinreichen, wenn es gefährlich wird. Aber wir sind eigentlich good to go. Da wird nur Schaudi nass, das ist halt sein Problem. wir kommen damit klar. Eben. Ja, stimmt. Ja, wir müssen dir eigentlich mal einen Stuhl holen. Haben wir auch nie gemacht, ey. Weißt du, ich bin asozialer Chef auch ein Stück weit. Naja, wie dem auch sei. Tanzi, hier in der Corner, wir quatschen ein bisschen über das, wie du so angefangen hast. Wie ist Tanzverbot zu Tanzverbot geworden? Wie war dein Weg bis hierhin zu dem gut aussehenden Malocher, der du bist? Ja, klar. Muss auch ein bisschen um die Eier schmieren, wenn wir hier sind. Ja, wichtig. Tanzi, ich will ganz vorne anfangen. Du kommst hier aus Berlin? Ich komme aus Berlin, genau. Ich bin immer hier gelebt. Berliner, auch hier aufgewachsen und geboren. Wichtig. Geboren, alles. Ja, born and raised. Ja, geboren, und das ist in Berlin selten heutzutage. Das glaubst du gar nicht. Ehrlich? Es gab ja mal so eine Statistik. Es kann sein, dass ich lüge, aber ich glaube, es gibt nur noch irgendwie 35% oder 40% so Ur-Berliner. Also welche, die wirklich aus Berlin kommen. Ist das so wenig? Ist so viel zugezogen? Ey, es ist so beliebt hier. Glaub mir, es ist crazy. Mhm. Also auch wenn ich irgendwie im Club oder so bin, ich höre nie Leute, die irgendwie aus Berlin kommen. Ja, die schwebeln ja, alle. Ja, das ist ein Thema, das müssen wir nicht aufmachen. Ja, Maultaschen im Berliner Club. Wäre ein guter Trackname für ein Album. Kommen wir vielleicht später auch noch zu. Tanzi, wenn wir anfangen, Thema Schule, ja. Ja, ganz normal durchgegangen, aber wie du immer so ein bisschen erzählt hast, auch früher schon, war jetzt nicht so deine glorreichste Zeit. Ja, Schule ist tatsächlich ein sehr dunkles Thema so in meinem Leben, das kann man schon sagen. Ist viel schief gelaufen, ich bin durch viele Schulen gegangen, Schule frühzeitig abgebrochen, wegen Schule auch in der Klapse gewesen, so gesehen mehr oder weniger. Also ich habe schultechnisch auf jeden Fall viel erlebt im negativen Sinne. Ja. Wie kam das? War das immer so ein bisschen, hattest du Schwierigkeiten mit den Lehrern, auch mit deinem Umfeld? Ja, also ich hatte generell immer ein sehr großes Problem mit meinen Mitschülern, ja. So, weil ich halt sehr anders war. So, ich hatte nie wirklich Freunde in meiner frühen Kindheit gehabt. Dadurch habe ich mich natürlich auch dementsprechend nicht wirklich entwickelt, so wie andere sich entwickeln, wenn sie miteinander Kontakt haben. Und das hat man mir halt auch angesehen und deswegen bin ich nie mit Leuten klargekommen. Ich war eigentlich immer eher so dieses Mobbing-Opfer, kann man so sagen. Also ich war dann immer der gehänselt wurde, geschlagen wurde. So, dann hatte ich auch noch verschiedene Attribute an mir, die dann immer noch dafür gesorgt haben, dass das noch ein bisschen mehr ausgelöst wurde. Ich war immer schon ein bisschen pummeliger. Ja. So, das haben Kinder natürlich immer zum Anlass gesehen, mich runterzumachen. Dann habe ich schon mein ganzes Leben lang diese Zahnlücke, die mich damals wirklich sehr, sehr, sehr fertig gemacht hat. Also heute juckt mich das nicht mehr. Aber es ist Markenzeichen geworden. Markenzeichen und es ist ja nur kosmetischer Natur. So, genau, und Prinzip, was ja ganz gut ist, sorry, im Prinzip hast du es ja eigentlich zu so einem Markenzeichen gewandelt, was dich ja auch irgendwie ausmacht und dich so dir ein USP gibt, weißt du? Das ist so, Tanzverbot, ja, der mit der Zahnlücke, man erinnert sich. So, das ist, glaube ich, was Positives. Ja, wenn man etwas vermeintlich, was für einen selbst vielleicht vermeintlich negativ vorkommen kann, wenn man es im Nachhinein so flippen kann, dass die Leute sagen, hey, das ist cool, weil er das ist. Ja, aber es ist nicht bewusst passiert. Also ich habe nicht versucht, das bewusst irgendwie umzuändern, sondern es ist einfach entstanden, wenn man sich dran gewöhnt hat. So, ich ganz früh am Anfang von YouTube, da war auch noch jeder so genau wie in der Schulzeit. Ja, ich hatte einfach wieder so ein Zurück in die Vergangenheit. So, ich fange auf YouTube an, mich zu zeigen und die ersten Leute machen sich wieder lustig. Ich denke mir, Alter, bin ich jetzt wieder in der Schulzeit, so weißt du? Aber was waren die ersten Videos, die du auf YouTube hochgeladen hast? Boah, die ersten Videos. Ich muss sagen, ich mache halt YouTube schon seit 2010. Also ich mach das schon extrem lange. Damals habe ich halt allen möglichen Zeug hochgeladen. Da gab es noch Camtasia und so ein komisches Zeug. Und oh Hyper, mein Gott, da holst du was raus. Camtasia, Alter. Natürlich. Alter, das haben extrem viele. Oder Hypercam 2 oder sowas, wo du dann so, wie hieß die, da gab es noch so eine App. Keine Ahnung, wo du nur 10 Minuten aufnimmst. Bandicam. Wo doch das Logo in der Ecke war. Die Free-Version, wo du 10 Minuten aufnehmen konntest. Oder Fraps. Oh, Fraps, wo du 10 Minuten Video aufnimmst und das 60 GB groß ist. Digga, Alter, Fraps, ich sag dir ehrlich, Hot Take, Gronkh hat Fraps groß gemacht. Ja, ja. So häufig, wie der das Programm erwähnt hat, Bruder, alle haben Fraps benutzt so eine Zeit lang. Und da war dann immer diese kleine FPS-Anzeige in der Ecke, diese gelbe. Diese gelb oder grün, und konntest du mal einstellen. Oder ganz, auch, ganz wilde Zeiten. War aber auch die anspruchsvollste App gewesen. Also nicht nur vom Speicher, sondern auch meiste Leistung gezogen, aber sah auch am besten aus, muss man sagen. Ja, wenn man das richtig rausgerendert hat, war geil. Aber seitdem OBS da ist, Bruder, alle nur noch auf OBS. Aber ist auch das Beste, da ist alles ist drin. Auch, du musst nichts im Nachhinein rein editieren in Sony Vegas oder was auch immer man benutzt. Es ist voll. Es ist schön.
Du hast deine Videos nie richtig geschnitten, oder? Ich habe meine Videos nie geschnitten. Also 95% meiner Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe, sind nicht geschnitten. Aber One-Taker. Ja, ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt hat. So, ich konnte das dann halt irgendwie so frei reden. Ja. So, ich habe dann so ein Thema im Kopf gehabt und habe es dann geschafft, das so runterzurattern, dass das Leute wirklich so sehr interessiert haben, dass sie dann halt so durchziehen konnten. Also dass sie sich wirklich angucken konnten. Ja, krank. Aber wie kam der Name Tanzverbot zustande? Ich meine, du bist ja schon immer irgendwie so, dann, wenn du sagst 2010, bist du ja schon immer irgendwie in dieser ganzen YouTube-Szene so rumgefleucht, so auch als Zuschauer. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Da war der Hund vorhin. Ja, super. So, und bist immer in dieser YouTube-Szene unterwegs gewesen. Und auf Wikipedia steht, dass der Name Tanzverbot durch den Feiertag kam. Dass du den Namen einfach cool fandest und dann so für dich übernommen hast. Ja. Also ich glaube, in Wikipedia steht eher, dass ich den Namen durch Wikipedia gefunden habe. Ich bin mir nicht sicher. Karfreitag, also dass dieses tatsächliche Verbot, kirchliche Verbot, Tanzverbot existiert, das wusste ich zum Moment, wo ich mir den Namen gegeben habe, wusste ich gar nicht, dass der Verbot existiert. Ja. Also dass es wirklich ist, was mir dann auch so zur Lastung gelegt wird. Immer einmal im Jahr Karfreitag ist meine Halbzeit. Ich bin bei Twitter in den Trends. Dann bist du oben, ja. Ja, weil alle schreiben darüber, ich werde überall markiert und alle Leute denken, denn so, ich habe meinen Kanal darauf aufgebaut, auf dieses Verbot und bin voll der Befürworter. So, weißt, ich kriege dann auch voll so Hassnachrichten von Leuten, die sich so denken, ey, hör doch mal auf, voll die moderne Zeit, hör doch mal auf, mir irgendwas zu verbieten. So, aber ich habe damit gar nichts. Ich habe mit diesem Verbot... Die werfen dir das dann vor, dass... Ja, so, weil die denken so, ich mache den Namen und will das damit hypen, so, weißt du, so, ich bin so voll dafür. Nein, mich interessiert das überhaupt nicht. So, soll jeder machen, was er will, aber ich liebe Tanzen. Das glaubt mir auch keiner. Ich mag das wirklich im Club, ich tanze 10 Stunden durch. Aber bist du eine kleine Zappelmaus? Ja, ich liebe das. Ich bin zwar kein begabter Tänzer, ja, aber das ist auch nicht wichtig. Aber das ist halt so dieses so, ich gehe dann immer eher so in diese Techno-Clubs rein, immer dieses duf, duf, und dann wirklich 4 Stunden mit Augen zu, mich interessiert auch kein anderer. Ich bin voll in meinem Film drin, ich liebe das. Geil. Ich liebe Tanzen. Aber das war nicht immer so, oder? Dass du jetzt so ein bisschen, ist jetzt in letzter Zeit erst gekommen, dass du ein bisschen mehr auf Partys gehst. Ach so, oder? Ja, das war damals nie gewesen. Ja. Und es ist auch heute nicht so oft, da muss ich mich auch einschränken, so, weil ich dann auch immer übertreibe, bis 12, 13 Uhr rausgehen. Dann, weißt du, also 12 Ach so, auch so? Ja, leider. Dadurch, dass ich das mein ganzes Leben lang nie gemacht habe, bin ich jetzt halt voll so auf diesem Level, wo andere Leute, ich bin jetzt 26, wo andere in diesen jetzt langsam schon so ein bisschen ruhiger werden, bin ich so gerade voll drin und chill dann so mit anderen. Das habe ich auch, dass man jetzt so anfängt, so seine Jugendzeit nachzuholen, wenn man so, ich meine, das war bei mir ähnlich, ich gehe mal von aus, nicht so schlimm wie bei dir, weil das schon echt knackig klingt, so mit Schule abgebrochen etc. pp. Aber ich habe auch sehr viel Zeit so vorm Rechner verbracht. Ich glaube, das haben aber auch die meisten, die jetzt heutzutage so als Content Creator vielleicht auch speziell im Gaming-Bereich so dastehen. Dass sie eine schlechte Vergangenheit hatten? Nee, dass es eher so Einzelgänger waren, die viel zu Hause waren. Das stimmt auf jeden Fall, natürlich. Ich würde fast sagen, sind die meisten. Ja. So. Und bei mir ist das auch so irgendwann mit meinen so Anfang 20ern, wo ich so studiert habe. Und dann hat sich irgendwie dieser andere Freundeskreis entwickelt, weil ich hatte auch keine richtig geile Schulzeit. Ich war auch immer so eher so ein bisschen außen vor, aber ich war auch ein weirder Typ so. Kenn ich. Und dann habe ich einfach so gesagt, okay, jetzt gehst du ins Studium, jetzt machst du so mal komplett Reset und bist einfach mal so komplett du selbst. Und dann hat sich auch irgendwie ein Freundeskreis so ein bisschen entwickelt oder hast mal irgendwie so Kontakte geschlossen. So, aber wahnsinnig viele Freunde hatte ich zu der Zeit dann auch nicht. Aber ich habe mich viel mehr wohlgefühlt, weil es halt... Du hast das studiert und es war ein spezielles Fach und es war mal in eine Richtung, die dich wirklich interessiert. Ich meine, du machst ja jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht, ist ja nicht wie allgemeinbildende Schule, du musst ja irgendwie ein Fach oder die ganzen verschiedenen Fächer durchprügeln, sondern du spezialisierst dich auf eine Sache und alle hatten irgendwie so denselben Gedanken und auch so denselben Vibe. So, ich komme ja aus diesem Designbereich und alle waren dann so, ey, scheißegal, was andere macht, jeder macht irgendwie eine Art von Kunst. So, da war es cool, da wurde es cooler angenommen. Ja. So, und wenn ich auch zurückdenke an meine Anfang-YouTube-Zeit, ich weiß nicht, wie... Warst du noch in so einer schulischen Umgebung, als du schon auf YouTube warst und dich gezeigt hast? Wo ich mich gezeigt habe? Ja, ich mache das halt schon sehr lange und ich habe mich auch schon länger gezeigt, wo es noch niemanden interessiert hat. Ja. So, da war ich halt eher in so kleineren Spiele-Communities. Crossfire hieß das Spiel. So, das war eigentlich so der Ursprung, wo ich dann so meine ersten 2000 Abonnenten gemacht habe damals. Oh, krass. Und das war krass. 2000 Abonnenten war damals so, ich war nicht der King im Spiel, ich war eher...
ich bin eher so negativ bekannt geworden, muss man sagen. Also auch nicht nur generell größer geworden, auch zu dem Zeitpunkt. So, ich war irgendwie so der meistgehassteste Spieler in diesem Spiel. Ach krass, warum? Das war wirklich eine große Community und das Spiel war so aufgebaut, dass man wirklich viel Kontakt mit anderen Leuten hatte. Aber was hast du gemacht, dass die Leute dich so gehasst haben? Ja, ich habe halt immer rumbeleidigt. Ich hatte kein Ventil zur Außenwelt. Das ist halt das, was ich gesagt habe. Ich hatte keine Freunde. Ich habe nur vom PC gesessen. Und dann war ich jetzt auch nicht der... Ich bin nicht schlecht gewesen, aber ich war auch nicht der Beste. Und dann habe ich immer rumgeflamed, Leute immer beleidigt. Dafür war ich bekannt. Und dann habe ich auch noch Videos darüber gemacht. Damals schon diese kleinen Ansagen, für die ich dann auch bekannt geworden bin, so, die habe ich dann auch schon in kleineren 100-Klick-Umfängen gemacht in diesem Spiel. Ja. So mit Leuten rumdiskutiert und sowas. Und ja, so hat das angefangen tatsächlich. Aber du sagtest gerade schon die Ansagen, dann ist ja der ganze Kram losgegangen. Was war die erste große Ansage, die du gemacht hast? Ich habe in Erinnerung... Was war das? War das gegen Kevin, gegen Paarplatte? Nee. Das war nur eins von 300. Ich glaube, das war die erste tatsächlich, die ich mitbekommen habe. Und ich war ja damals schon in dieser Bubble um Kevin drumherum, in diesem Freundeskreis, den wir da haben. Und da war ja so, da hatte man natürlich schon den ersten Eindruck, und dachte, wo kommt der Motherfucker auf einmal her, was will er? So. Vor allem auch so unnötig, ich weiß gar nicht mehr, was dann da irgendwie das Thema war. Ich glaube, es wurde wieder irgendwie abgegaggt oder so. Ja, keine so, Ahnung. So, und dann war man so sauer. Und ich finde, bei dir ist so dieses Phänomen, dass du von einem Charakter, der in dieses YouTube-Ding reingestartet ist, muss man ja leider so sagen, du warst jetzt nicht von Anfang an nicht so der Beliebteste. Nein. So diesen YouTube-Kosmos. Das war mein Ventil gewesen. Ich hatte nichts anderes in meinem Leben und alles hat mich aufgeregt. Wirklich alles. Ich habe etwas gesehen. Ich hatte diesen Impuls, ein Video dazu zu machen. So viele Leute glauben ja auch bis heute noch, dass... Also ich bin ganz ehrlich, es gab ein, zwei Videos, die waren bestimmt gestellt oder ein bisschen überdramatisierter, als ich in Wirklichkeit dann empfunden habe in dem Moment. Aber es war halt wirklich damals mein Ventil gewesen. Und wenn ich mir heute teilweise Videos angucke, ich stehe dazu. Ja. Also ich stehe nicht zu allem, was ich gesagt habe. Vieles schäme ich mich auch, aber ich stehe insofern dazu, dass ich akzeptiere, dass es meine Vergangenheit ist. Ja. Weißt du, was ich meine? So, das bin ich. Ich habe mich weiterentwickelt. Das ist mein damaliges Ich. Und aber es ist auch so eine, ist ja eine Entwicklung. Ja, auch ein Stück weit. Auf jeden Fall. Und nochmal zum Punkt zu kommen, weil du mich gefragt hast, was meine allererste Ansage war. Das ist nämlich sehr wichtig. Ja. Minecraft tatsächlich. Ja. Aber nicht Minecraft auf PC, sondern Minecraft in der Pocket Edition. MCPE Community. Oh nein. Die war damals extrem krass. Keine Ahnung, wie es heute ist. Da gab es damals gab es noch Google Plus. Ja. Da gab es noch diese. Und da gab es ein Forum mit, keine Ahnung, 60.000 bis 80.000 Leuten in der MCPE Gruppe. Und ich habe damals Ansagen gegen die Leute gemacht. So, ich gesagt, ey, seid ihr lächerlich? Also Minecraft auf dem PC ist ja schon scheiße. So, damals war ich so, aber ihr spielt das auf dem Handy, was wollt ihr eigentlich? Da bin ich überausgerastet. Weißt du, so mit meiner damals fettige Haare und so und die Leute alle total getriggert. Und dann hat irgendein Admin das in diese Google Plus Gruppe reingepostet und ich weiß noch, nach einem Tag 1000 Aufrufe. Ja. So ging es dann los. Und so hat es dann angefangen, dann habe ich noch ein zweites Video darüber gemacht und dann, das war so der Startschuss, der mir einfällt, wo es dann auf einmal, oh, jetzt fängt es an, von dem Game wegzugehen und jetzt geht es langsam in die Masse. So, das hat schon extrem reingepusht. Aber wie war da zu der Zeit deine Gefühls Lage, weil du hast ja nicht gerade die positivste Resonanz dann darauf bekommen. Hat das was mit dir gemacht? Hat es dich interessiert oder war es dann ein Punkt, ja, scheiß drauf, ich mach das jetzt also, einfach so weiter? Nein, also das war wirklich ein Gefühlsbad, also keine Ahnung, Alter, also damals, ich habe wirklich, viele Momente habe ich im Bett gelegen und habe geweint und habe mir so gedacht, boah, Alter, was mache ich jetzt hier? Jetzt komme ich auch langsam so an diese Schwelle. Da hatte ich nämlich ein Szenario gehabt, da bin ich gerade nach Hause gegangen und da haben mich Leute beim Netto erkannt. So, du bist doch dieser Tanzverbot. Und ich so vor meinem, ey, fickt euch. Bist du, muss ich aufpassen. Jetzt. Nee, das ist alles gut. Das doch Kacken euch sagen. So, wow, Kacken, habe ich auch gesagt, nein. Aber das war dann so, das war so ein Schlüsselerlebnis tatsächlich in diesem Werdegang, wo ich das allererste Mal erkannt wurde. Ja. Aber noch so in dieser richtig negativen Zeit. Also wirklich, ich habe ja Videos gehabt, da hatte ich irgendwie 500 Likes und 17.000 Dislikes. Also so war das ja bei mir. Ja. Hier Montana Black Ansage hatte irgendwie 400.000 Dislikes gehabt. Weißt du, was ich meine, Alter? So, das war also voll krank eigentlich. Ja, und das ist dann, also am Anfang hat mich das komplett auseinandergenommen. So wirklich, ich hatte auch Angst gehabt, so auch immer diese, da gab es immer auch irgendwelche Androhungen oder sowas. Damit musste man erstmal umgehen können. Also am Anfang hat mich das schon ganz doll oft runtergezogen und ich habe auch oft geweint tatsächlich. Yeah. Ja, also ganz am Anfang. Aber ich sag mal, auf Long Term hast du ja, und da muss ich sagen, ich versuche immer diesen Vergleich zu ziehen zu Moneyboy. Ja. Dass man so sagt, so, du hattest vorher dieses Image, was so belächelt wurde, was nicht unbedingt positiv so konnotiert war, aber du hast diesen Image-Flip geschafft, dass man jetzt sagt so, ja, Tanzi, eigentlich stabiler Atze, so, das ist alles cool. Aber ich glaube, das kam auch viel dadurch, weil du, ich sag mal, weil viel Einsicht da war, aber weil du auch viel mehr auf Events so unterwegs warst und die Leute dich dann so persönlich vielleicht mal kennengelernt haben. Ich glaube, das hat viel mit reingespielt, oder? Ja,
also es hat damit angefangen, dass ich dann auch rausgekommen bin. So, wie gesagt, das war dann, dann war mein Ventil endlich mal draußen gewesen. Ich habe Leute kennengelernt, war mit denen draußen, bin zusammen Fahrradfahren oder so. So hat es ja angefangen. Also. Ja. So mit 19, 20 hat es dann langsam mal angefangen, dass ich soziale Kontakte entwickelt habe mit anderen. Und dann hat sich das natürlich auch ein bisschen gelockert, so, weil ich hatte mein Ventil draußen gehabt und habe alles auch ein bisschen lockerer gesehen und nicht mehr jeden angehatet für alles. So, dann hat man dann auf einmal Dinge gesehen, wo man von einem halben Jahr noch gesagt hätte, Alter, ich mache jetzt eine Ansage gegen, was fällt ihm ein? So, ja. Also, du, wo du denn heute so bist, so, ja, ist halt so, so ist doch jetzt auch gar nicht schlimm, so, warum, weißt du? So, und deswegen draußen war denn, dann hatte ich endlich nicht nur noch dieses Internetventil, sondern auch dieses Draußenventil und dann hat sich's langsam gelockert. Und dann habe ich auch andere Videos gemacht, dann habe ich mir damals, wie gesagt, das Fahrrad gekauft, habe ein Video dazu gemacht, hat 500.000 Aufrufe Junge, bekommen. Junge, legendär, so, ja, legendäre Zeit. Ich kaufe mir ein Fahrrad, stehe irgendwo im Wald mit dieser, damals noch mit der Canon Legria, weißt du, die damals jeder legendäre hatte. Kamera. Ich habe mir die geholt, ich war so stolz darauf. Gibt natürlich auch andere wunderbare Marken wie Sony, ja, oder Panasonic, Fujifilm, ne? Und so weiter. Die Legria, ich hätte einfach Legria sagen. Ja, du hättest einfach die Legria sagen. Ja, jedenfalls die Legria Mini. So, damit habe ich dann einfach im Wald aufgenommen. Hier mein neues Fahrrad, guckt euch mal die schönen Speichen an. Wow, das hat es dann angefangen. Und dann habe ich halt auch irgendwie gemerkt, so, ey, die Leute interessieren sich irgendwie für das, was so, ich mache. So wholesome Content, ja. Weißt du, einfach so, ey, so, er freut sich über ein Fahrrad. Ja, das ist auch geil. Und das ist halt geil. Und dann habe ich irgendwie so gecheckt, ey, die Leute finden das so voll cool. Ich bin zwar schon im Alter, wo man eigentlich die Freude über ein Fahrrad gar nicht mehr so stark sein sollte, aber der Typ fängt halt jetzt gerade so von null an und der nimmt uns dabei mit. So, und so hat sich das dann entwickelt, so langsam. Und ich glaube, was aber auch viel reingespielt hat, so dadurch, dass, also in diese Beliebtheit, in diesen Image-Flip, wenn ich es mal jetzt so nennen will, ist halt, dass du dieses Meme-Embrace hast von diesem, ja, der eklige Gamer, der immer zu Hause sitzt, so der in seiner Rummelbude da rumsitzt und dann irgendwie bei seine Netto-Haul macht und so einen Scheiß. Ich glaube, dadurch, dass du diesen Charakter, Tanzverbot, so adaptiert hast, haben die Leute halt so gesagt, hey, das ist irgendwie, das hat wirklich Unterhaltungswert und das spiegelt irgendwie einen coolen Charakter oder eine witzige Rolle wieder. So, aber wie viel davon war richtig tanzbar? Ich meine, du hast ja wirklich, ich sag mal, sehr unordentlich gelebt. Das, hast du das mit Absicht so gezeigt? Oder beziehungsweise vielmehr die Frage, warum hast du es so gezeigt? Ich hatte kein Empfinden dafür. So. Das war einfach, also warum habe ich es gefilmt? So, es war einfach mein Leben. So, ich habe wirklich in diesem Dreck gelebt. Ja. Also was heißt dieser Dreck, dass alles unordentlich war? Es hat mich nicht interessiert. Ich hatte mein Bett, habe da den Fernsehen angemacht, bin eingepennt und bin dann wieder zum PC. So, ich konnte durchlaufen, mich hat das nicht interessiert. Und ich hatte auch kein menschliches Empfinden dafür, wie das andere wahrnehmen können. Ja. So, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich halt extrem viele soziale Defizite bis heute noch habe, habe ich für viele Dinge kein Empfinden, wo andere Empfinden für haben und sich sagen so, oh, Alter, was ist denn das jetzt? Was machst du da? Ich habe das einfach, ich wusste natürlich, dass es dreckig ist, aber ich habe diese Aussagen, die ich getätigt habe oder was ich gezeigt habe, ich habe den Wert darin nicht gesehen, wie krass das eigentlich wirklich ist, wenn man es so sich anguckt. Wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir so, Alter, crazy, dass du das einfach gefilmt hast und dich das gar nicht gejuckt hat. So null. Ja, auch mit der, ich sag mal, mit deinen, woran ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Silvana, ja. Stimmt, den das Namen hat ja noch einen Namen. Den Namen vergesse ich nicht. Bis heute werde ich noch gefragt, wie geht's Silvana? So, ehrlich jetzt? Die irgendwann mal weggeschmissen, weil die kaputt gegangen ist. Aber ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. So, weißt du? So, yeah. Und das sind halt so Sachen, wo ich so meine, Alter, ich zeig die im Hintergrund. So, weißt du, was ich meine? So, und was ich da für Bilder hochgeladen habe, wie ich da Finger drin habe und so. Also das ist so, Alter, das ist so. Das sind halt vielleicht so Dinge, wo ich sagen würde, ey, ist ja eigentlich lustig, dass sich da Leute bis heute dran erinnern. Aber es gibt halt auch, das ist halt das große Problem. Mich kennen halt sehr viele Leute vom Namen her, aber verfolgen mich nicht bis heute. Also mich kennen wirklich sehr viele Leute. Das würde ich nicht mal abgehoben oder so sagen. Nein, es ist ja wirklich so. Also ich glaube, viele, die gar nicht mal zu tief in diesem ganzen YouTube-Kosmos drin sind, haben von dir mitbekommen. Ja, und das Problem ist aber dann halt meistens, sehr, sehr viel Zeit noch von diesen Flechten, so, weißt du, halt Silvana, er steckt da einen Finger rein oder das auch immer, so, und dann sehen die mich irgendwo und denken so, ah, dieser Perverse, so, weißt du, obwohl ich habe wirklich einen Lebenswandel seitdem durchgemacht habe, so, und das ist halt, da versuche ich halt irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten, deswegen bin ich tatsächlich auch viel auf so eine Plattform wie TikTok unterwegs, so, weißt du, weil ich da sehe, Alter, da sind viele Leute, ey, den kenne ich doch, da ist richtig krass, wenn ich auf TikTok live gehe oder dann TikTok hochlade, Alter, Tanzverbot, du existierst ja noch, so, da nehme ich halt viel mit, um den Leuten zu zeigen, dass ich auch ein bisschen mehr bin als nur dieses Asoziale im Dreck leben und sowas. Weißt du, was ich meine? Aber da hat sich auch viel so ins Real Life so bei dir übertragen. Ich meine, ich habe bei dir, glaube ich, so mitunter die ersten Fälle für Swatting so gesehen. Ja, boah. Dass halt Leute irgendwie
Sachen zu dir nach Hause bestellt haben, Alter, dass deine Adresse öffentlich wurde und dass da viel abgeht. Wie war diese Zeit für dich? Ich meine, da bist du, glaube ich, gerade erst auch so richtig ausgezogen, oder? Ja, ja, da bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Gott sei Dank ist das erst in meiner Wohnung passiert und nicht mit Mama zusammen. Ja, so, das wär, noch schlimmer. Das hätte mich noch mehr abgefuckt, so, ja. Bin ich ganz ehrlich. Alter, das war wirklich sehr schlimm. Da war ich auch noch nicht so selbstsicher wie heute. Heute bin ich selbstsicherer, so, weißt du, ich gehe auch, wenn so Konfrontationen oder sowas, man kennt ja vielleicht den ein oder andere Auseinandersetzung, die ich schon öffentlich hatte, so, da stehe ich jetzt nicht zu. Ich bin nicht so ein Typ, der auf alles sofort so zugeht, auch wenn man das vielleicht denkt, wenn man mich so sieht, weißt du, was ich meine, aber ist nicht so, ich lasse mir nichts gefallen, aber damals war ich halt noch so eingeschüchtert, zu Hause zocken, so, weißt du, da war noch nicht so richtig mit draußen und den Leuten und wo das dann angefangen hat, so, dann habe ich mir ja auch noch so Machete und sowas gekauft, so aus Spaß damals. Konnte man auf Amazon kaufen. 23 Euro. Ja, klar. Und also so, wie lag so denn auf dem Bett? Was meinst du, wenn, wenn denn da irgendwer angibt, ey, bei dem zu Hause, da werden irgendwie Jugendliche festgehalten und was auch immer, da sind bewusstlose Jugendliche, der hält die da fest. Und dann kommen da 4, 5 Polizisten in die Tür, die denken, oh, jetzt gibt's vielleicht richtig Action, Alter. Ja. Dann kommen die in diese Wohnung rein, diese verdreckte Wohnung, die ja da wirklich, die war auch dreckig, 29 Quadratmeter, da ist ja kein Platz irgendwo. Ja, ist so kein kein guter Ort, um irgendwie zu sagen, so, ja, jetzt können wir mal irgendwie Besuch empfangen. Genau. Und dann kommen da diese 4, 5 Polizisten und sehen da so diese Machete auf meinem Bett liegen. Ja, was machst du damit? Was machst du mit der Situation? Und ich Idiot, hab dann, ich weiß noch ganz genau, dann wollte ich die so anfassen, um denen zu zeigen, ey, das hat nichts Böses hier zu tun. Ich so, ey, lassen Sie die liegen. Weißt du, die gleich so, dass sie dachten, ich hatte so Filme gehabt damals. Ich habe das ja jetzt schon über 60 Mal gehabt, diese Szene. 60 Mal? Ja, also 55 bis 60 Mal bestimmt. Alter. Also bis 50 habe ich gezählt, seitdem ist... Also aber geht das von bis, also rechnest du jetzt auch solche Sachen rein, wie ja, jemand hat was zu dir bestellt oder sowas? Oder, Einsätze, die zu dir kommen? Das ist nur Swatting. Also mit Essen, Alter, mit Essen bin ich über 100. Aber Essen interessiert mich auch nicht. Das Problem ist nur, die werden halt aggressiv. So, weißt du, wenn da wirklich 3, 4 Leute... Ich hatte Momente gehabt, da war meine gesamte Straße voll mit irgendwelchen Lieferkleinwagen, die mir Essen geben wollten. Ich stand 1,5 Stunden draußen, um die wieder abzuwimmeln, weil die dann, wenn ich nicht aufmache, klingen die beim Nachbarn. Ey, hier, so, weißt du, und dann um 23 Uhr und dann kommt da die Omi raus und so, was ist denn hier los? Und stehen auf einmal 5 Männer, weißt du, bei mir, wo übertriebene Ruhe ist, die kriegt einen halben Herzinfarkt, so, weil die nicht versteht, was hier los ist, alle mit irgendwelchen Kästen in der Hand. So, weißt du, was ich meine? So, das ist schon schwierig. Da waren auch schon 1, 2 Situationen bei, wo ich kurz davor war, mich mit irgendwelchen Lieferanten zu boxen. Ehrlich jetzt? Weil die nicht, erstmal verstehen die oft kein Deutsch. Das ist dann schwierig, denen zu erklären. I don't order. Someone want to fuck me up. So, weißt du, ich kann kein Englisch. So, ich versuche denen halt irgendwie zu erklären. Ich so, no. Und dann läuft er weiter und ich so, Digga, bleib mal stehen. Nein, wie, was? Nein, Essen. Nein, ich hab nichts bestellt. Und klingelt denn. So, ich so, ey, Digga, willst du mich verarschen? So, weißt du, was ich meine? So, die verstehen es dann nicht. So, viele verstehen es dann auch. Die schenken mir das Essen dann auch einfach. So, das habe ich auch schon öfter gehabt. Ja, das ist scheiße natürlich. Denn hier, so ist jetzt natürlich, sollte man nicht probieren. Jetzt versucht's jetzt nicht. Ist jetzt von keine Ahnung, 60 Bestellungen oder so, ist es zweimal passiert, so, aber ist ja dann ganz cool. So. Weißt du, was wir als, also, das ist auch voll assi, haben wir als Jugendliche mal gemacht, wenn wir was bestellt haben, ist immer so, keiner hatte Geburtstag, das ist eigentlich eine Überraschung fürs Geburtstagskind. Haben wir dann bis zu dem Punkt gemacht, wo wir schlechtes Gewissen bekommen haben, weil die uns nochmal so eine Zusatzpizza so geliefert haben. Und da dachte ich mir so, oh Alter, wir sind solche Motherfucker. Weil normalerweise, traurig, die packen dann immer noch so auf Süß- und Kinderriegel dazu oder malen dann so Happy Birthday auf die Packung. So, das fanden wir dann immer lustig. So, aber dann da hat er so eine Zusatzpizza geliefert und dachte mir, boah, wir haben diesen armen Italiener, den haben wir jetzt richtig gerippt, Alter. Oh. Und weißt du, er wollte eigentlich nur was Gutes tun, dann sind wir an den Punkt gekommen, da war große Mehrkulpa, haben wir gesagt, nee, jetzt hören wir auf mit dem Scheiß. Das war wirklich, das war gut, dass ihr zur Einsicht gekommen seid. Nachmachen. Nicht nachmachen, mach mal nicht. Digga, wir geben mir voll so Tipps. Ach, was ich noch? Nein. Ah ja, übrigens, im Schwimmbad, ich weiß. Freipommes. Digga, so voll die Situation. Wie ist das heutzutage? Ich meine, wir hatten jetzt vor kurzem erst diesen großen Doxing-Fall mit einem anderen Streamer. Habe ich mitbekommen, ja. Obwohl, nee, nein, wo du gedoxt wurdest. Ich dachte, du meinst dieses internationale Ding da, wo die eine Reaction-YouTuberin dann da einfach den Typen gedoxt hat. Nee. Und dann ein Foto von seiner Haustür gemacht hat. So, Alter, mit 40 Millionen Abonnenten aber oder 35 Millionen oder so. Alter. So ganz, oder 20, 25 Millionen auf jeden Fall richtig groß. In den Staaten wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Das ist nochmal viel größer. Nee, aber es ist die Situation gewesen, dass du gedoxt wurdest. Ja. Und dann war ja auch viel mit so Anwalts hin und her und so weiter. Ja, das war also wirklich, das war ein
ganz dämliche Situation. Erstmal hat er das gemacht, dann ständig irgendwelche Leute vor meiner Tür. Ja. Das ist nervig, weil ich hatte eigentlich wirklich, also bis auf 1, 2, 3 Fälle von persönlich, also ich meine jetzt fernab von den Einsätzen, meine ich so Leute, die, also irgendwelche Jugendlichen oder so, die vor meiner Tür stehen und mit mir reden wollen, hatte ich eigentlich keine Probleme gehabt, ja, was das angeht. So, also ganz vereinzelt mal, wenn mich irgendwelche Leute gesehen haben, wie ich reingehe, so dann vielleicht, aber nie so, dass ich gesagt habe, oh, das schränkt mich schon ein, aber jetzt ist das wirklich wieder echt nervig geworden, weil die sich dann das irgendwie zum Trend machen am Wochenende, dann kommen die zu 5, 6, 7, hey, wohnt er hier, wohnt er? Und ich höre die nur rumschreien und ich so, ey, ja, Alter. Und dann, das hatte ich jetzt erst letztens gehabt, so, dann sind da irgendwelche Leute hier so, der macht doch nicht auf, lass doch die Tür einbrechen. Und ich so, ey Digga, was ist denn jetzt los? Ich schon, Digga. Also keine Ahnung, ich hab's nicht wirklich ernst genommen. Es war jetzt nicht so, ey Digga, wir rauben den jetzt aus, so, sondern es war halt so, ja, soll ich die Tür aufmachen? Ich hab doch im Auto. Und ich so, ey Digga, ich bin schon, ich schwör, ich hör dann immer, was sie sagen. Und dann bin ich schon ready und denk mir so, Alter, wenn ich jetzt höre, dass er irgendwie ansetzt, dann muss ich raus. Yeah. Ich gehe immer nicht raus, weil ich nicht will, dass die Leute irgendwas checken, so, weißt du? Yeah. Dann sind die vielleicht auch an der falschen Haustür, ist dann auch ganz gut so, und dann rausgehen ist immer der falsche Weg, falls du irgendwann mal Probleme damit hast. So, weißt du, wenn du rausgehst und den Leuten sagst, Alter, ist das euer Ernst, dann spricht sich's rum. Ey, wir haben gesehen, dass er wirklich da ist. Und das war der Problem damals, wo ich noch in Oranienburg gewohnt habe, meine erste Wohnung. Da waren ja dann wirklich am Tag 30 Leute. Digga, also wirklich so richtig Schulklassen waren dann davor gewesen. Irgendwelche Scheiße. Leute haben mir um 3 Uhr nachts Sand in die Klingel gesteckt, so dass sie bis 7 oder 8 Uhr morgens die Klingel durchgeklingelt hat. Ich hatte Angst, so, ich wusste nicht, so, weißt du, irgendwelche Leute stehen da um die Sand in die Klingel, damit es durchklingelt. Ich habe das richtig gesehen. Unten haben die Sand genommen und haben das so in die Klingel reingemacht, damit dass sie sich verhakt. Ja, und es hat 3, 4 Stunden hat das durchgeklingelt und ich habe mich nicht runtergetraut. Ja. Weil ich dachte, Alter, die wollen mich jetzt rauslocken, also irgendwelche Leute mich zusammenschlagen wollen. Ja. So, dann bin ich irgendwann 7 oder 8 Uhr morgens, wo es dann hell wurde, bin ich runtergegangen und war halt keiner mehr und dann habe ich die Klingel ausgemacht. Ich habe halt einen halben Nervenschaden bekommen an diesem Tag. Mhm. Wirklich. Und da, also da war es wirklich schlimm. Und da bin ich auch immer runtergegangen. Und da bin ich jetzt auch nicht der Schnellste, weil ich ein bisschen Gewicht habe. Und dann da irgendwelche 16-Jährigen, haha, Tanzverbot, filme. Und ich so, ey, film mich nicht, was ist los mit dir? Und dann rennen die weg und ich renne hinterher. Die sind aber dreimal so schnell. Also da wirklich. Hattest du die Sorge, dass es bei dir so umschwingen könnte in so was Ähnliches wie dieses Drachenlord-Game? Ja, ich glaube, dafür wäre ich halt noch ein bisschen menschlicher gewesen. Ja. So, bei ihnen ist es halt wirklich, das ist ein schwieriges Thema. So, Drachenlord ist halt wirklich natürlich ein Thema, also da lockst du halt auch schwierige Menschen mit an. So, weißt du? Deswegen ist es eigentlich immer eher ein Thema, was man nicht ansprechen wollte, aber ich würde mich auf keinen Fall mit ihm vergleichen. Nein, das meinte ich auch nicht, aber diese Dynamik, die es ja mittlerweile bekommen hat. Also in Oranienburg damals ging es schon gut in diese Richtung. So. Ja. Hätten mich meine Vermieter da nicht rausgeschmissen, wegen diesen ganzen Einsätzen. Ich habe ja irgendwie 2 Wochen Frist haben die mir gegeben. Ich weiß, man hat 3 Monate, hätte man noch mit Anwalt und so machen müssen. Ja. Innerhalb von 2 Wochen musste ich aus dieser Wohnung raus und eine neue finden. Gott sei Dank, mein Onkel hatte Kontakte gehabt, ich habe eine neue Wohnung gefunden, in der ich auch bis heute noch lebe, so. Mhm. Und das war, also wäre es da so weit, ich glaube, da wäre es schon in so eine gute Richtung gegangen, so, weil ich da auch dann immer rausgegangen bin, ich war dann immer emotional, habe immer angeschrien, die haben immer das bekommen, was sie wollten. Die sind da hingegangen und ich bin runtergekommen, wie ein Idiot. Anstatt einfach nichts zu machen. Wäre es jemals so Option für dich, aus Berlin wegzugehen? Ich meine, du warst ja zeitweise mal auf Madeira, aber jetzt so im Nachhinein, um einfach diesen Situationen aus dem Weg zu gehen, dass, weil viele Leute dich kennen, dass sich irgendjemand verfolgt und dann deine Adresse dadurch rausfindet, wäre es die Option zu sagen, hey, ich ziehe vielleicht mal in einen ruhigeren Ort oder ein bisschen weiter weg? Also innerhalb von Deutschland würde ich niemals aus Berlin wegziehen. Ich habe hier alles. Ach krass. Ich habe hier meine Familie, also so das, was noch existiert davon. Ja. ich habe hier meine Freunde, so ich habe meine Kontakte, ich habe alles hier, ich habe mein Lieblingsrestaurant hier. Ich habe hier so viele Kontakte und so viele Menschen, das könnte ich mir nirgendwo anders mehr. Das ist einfach deine Stadt. Ich könnte es mir nicht mehr aufbauen nochmal so. Ja. So auch dieser Kenntnisgrad. Jetzt sind wir hier natürlich in einem Teil von Berlin, der ist mir jetzt nicht so. Ich kenne ihn, ich bin hier auch schon lang gefahren, aber ich war noch nie in diesem Park. Hier, ehrlich? Im Treptower Park sind wir jetzt. Ich war hier noch nie. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier mal langgelaufen bin. Guck mal, ich bin hier nicht mal aufgewachsen und ich kenne den Treptower Park. Ja, ich war, also vom Namen her kenne ich ihn. Ja, also ja, okay, ja. Ist der, so, aber ich war ja, wie gesagt, schon eine halbe Stunde vor dir da so, und bin hier ein bisschen rumgelaufen. Ich dachte mir so, voll schön hier, so, wieso war ich hier noch nicht? So, das ist wirklich. Aber also innerhalb von Deutschland würde ich nicht umziehen. Wenn denn Ausland so, das ist nochmal eine andere Sache, so, weißt du so. Könntest du das vorstellen? Das, also theoretisch schon, auf jeden Fall, dass man das, weil das ist auch einfach unglaublich schön. Ich merke das ja, wo ich auf Madeira gelebt habe. So, du läufst dann an irgendwelchen Kindern vorbei, wo du eigentlich so aus Deutschland davon jetzt ausgehst, oh, jetzt reden die dich gleich an. Jetzt oder ist gleich wieder Kasala. Jetzt sind die gleich wieder eklig zu dir oder sowas. Sowas passiert ja manchmal. Denn immer gerade, wenn hier irgendwelche 14-, 15-Jährigen, wenn die in der Fünfergruppe sind, einer muss dann irgendwie... So halbstarke, So, und dann gehst du davon aus, aber ey, das sind Portugiesen, Mann. Die sprechen deine Sprache nicht und haben dich noch nie in deinem Leben gesehen und die stehen einfach... Die haben auch gar keine Ahnung, was bei dir abgeht. Und ich muss sagen, das mag ich am Ausland schon sehr. Ja. So, weil das ist in Deutschland schon
sehr einschränkend geworden bei mir. Ja, glaube ich. Es war dann für dich wahrscheinlich, diese Madeira war ja dann wirklich fast schon so urlaubsmäßig, ne? Ja, gerade weil das auch so eine angeheizte Zeit war. Da war ja dann zwischendurch auch dieses Thema mit dem großen Madeira-Streit, den es ja auch gab. Boah. Das ist ja, oh, Alter. Ey, das hat mich auch mega runtergezogen mit Unge damals. War ja, genau. Oh. Ja, ich weiß doch ganz genau, mit Abdel habe ich mich tatsächlich letztens, also das war ja, der Madeira-Streit war ja wegen Abdel. Genau, so, ich hatte Geburtstag und ich wollte ihm die Hand nicht geben. Und dann war halt, keine Ahnung, ein bisschen auf Suff. Und dann, ich glaube, das hat sich so hochgekocht. Dann hat sich so hochgeschaukelt, genau. Und dann hat er ja rumgeredet, dass ich ihn rassistisch angegangen bin. Ja. Aber in der Zeit haben 6 andere oder 7 andere YouTuber da drum gestanden, so Revienzeit und die alles. Und hat sich ja alles geklärt bis heute. Und dann hat er das erzählt und Unge natürlich darauf natürlich hat er darauf böse reagiert, weil ich dachte, Alter, ich chill doch nicht mit einem Typen, der irgendwelche Ausländer irgendwie anfeindet oder sowas, weißt du, was ich meine? Und dann ist er halt über abgegangen. Ich weiß diesen Stream noch, wo er irgendwie über 100.000 Zuschauer hatte. Da erinnere ich mich nämlich noch dran. Über abgegangen ist, alter Schwede. Ich saß so in der Shisha-Bar, weißt du, Ja. Und ich kriege einfach nur so eine Nachricht, Bruder, check Twitter. Und ich so, hä, Digga, was ist denn auf Twitter los, Digga? Ich mir Kopfhörer reingemacht, so saß da, meine Jungs so drumrum, alle, was ist mit ihm? Ich hör so ein bisschen Livestream rein, so, und da diskutiert er da irgendwie mit keine Ahnung, wer kam da alles dazu, so Stay, so. Das war ja nochmal der andere Stream. Also das war ja der Stream mit Monte und Stay und genau. Und dann kam Abdel auch noch rein, hat sich dann komplett verhaspelt und dann hat er nochmal selbst geleakt, so, naja, eigentlich habe ich es gar nicht, weil er hat ja dann viel dazu beigetragen, dass es dann letztendlich noch gut für mich ausging. Aber da gab es ja dann noch, ich habe ja dann ein Video gemacht dazu, weil Unge gesagt hat, ey, ich würde das schon cool finden, wenn du jetzt einfach gehen würdest, so nach dem Motto wieder nach Hause. Und ich so, boah, Alter, das nimmt mich hier gerade übel auseinander. So, alle waren intern gegen mich und ich habe so diesen, was mache ich jetzt, Alter, wenn ich jetzt kein Video dazu mache oder wenn ich jetzt nichts dazu sage, dann sind alle Leute intern gegen mich und alle denken, ich bin irgendwie so einer, der so sich rassistisch äußert oder ein Problem mit Ausländern hat. Dann habe ich ein Video gemacht und das ging ja auch überkrass ab. Na klar. Also damit habe ich nicht gerechnet, Alter. Das war das heiße Thema so. Ey, in der Szene. Das war crazy. Ich weiß nicht, 1,1 Millionen Aufrufe nach einem Tag, so, weißt du, mit so einem Thema, das war crazy. Alle haben drüber gesprochen. Und das hat mir dann letztendlich auch so den Halt gegeben, durch diese Situation zu kommen. Ja. So, weißt du, weil intern waren ja alle gegen mich. Intern haben ja einfach alle, so, deswegen war ich auch ganz lange sauer auf alle gewesen, so, weil 6 oder 7 Leute haben gehört, wie ich nichts gesagt habe, aber trotzdem haben sie dazugehalten zu der Situation und nicht sich für mich eingesetzt. Weißt du, was ich meine? Erst nachdem ich mein Video gemacht habe, sind dann so vereinzelt dann langsam so die Videos gekommen, die sich dazu geäußert haben. So, hey, vielleicht war die Situation nicht unbedingt so einseitig, wie deswegen, man sich das denkt. Ja, da war halt auch, wer war dabei? Jengis. Ey, da war ja zu einer Zeit, wo alle auf der Insel waren. Da waren alle gewesen, wie gesagt. Also, so viele Leute haben das gehört und dann auch mit Unge. Ich weiß, das war so eine Zeit, das war so krass und dann irgendwie einen Tag später, oder ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur, dass wir uns dann irgendwann ausgesprochen haben, ey, wir müssen uns mal treffen. Ja. Ich glaube, das war so. Ich meine, war das nicht sogar noch am selben Abend, dass ihr dann gesagt habt, okay, kommen wir. Nee, also an dem Abend auf jeden Fall nicht mehr, weil ich weiß, dass da hat Unge auch übelst weh, das habe ich noch nie gesehen. Der hat extrem Hate bekommen in seinem Stream dafür, dass er so gegen mich redet. Der hat einfach durchgezogen. So, der hat nicht irgendwie so versucht, irgendwie so nachzuvollziehen, dass es vielleicht doch nicht so war oder dass Abdel vielleicht Scheiße erzählt, sondern der ist ja komplett darauf hängen geblieben, dass ich irgendeine rassistische Bemerkung gemacht habe. Und hat dann auch den Stream so Wut in Brand ausgemacht, noch mit irgendeinem Hasskommentar mir gegenüber. Und das hat mich so fertig gemacht. Ich dachte mir so, ey, Alter. Aber es ist Simon. Ich bin hier alleine im. Der ist das, normalerweise nicht. Nee, so. Eben. Und man denkt so, oh, das kann man. Das, wir haben uns auch Sprachnachrichten so hin und her geschickt, wo ich mir so denke, Alter, so habe ich diesen Menschen noch nicht erlebt. Ja. Und ich bin unglaublich dankbar. Ich will jetzt hier nicht haten oder so. Nein, ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Das ist einer der Menschen, der mir mit am meisten in meinem Leben geholfen hat. Der hat mir aus einer Zeit rausgeholfen, wo wirklich auch mir es mental nicht gut ging. Er hat mich dahin geholt, hat mich gepusht. Ich meine, er war einer der krassesten. Oder ist immer noch einer der krassesten. Gut, er hält sich jetzt ein bisschen zurück mit seinen 3 Kanälen. Das kann er ja auch. Ja. Ich meine, der Mann hat so viel gerissen in dieser Szene, der hat so viel gemacht für diese Szene. Er hat so viele Creator auch hochgebracht. Ja. So, deswegen, ey, auf Simon lass ich nichts kommen. Der hat, guck mal, beispielsweise für mich hat der Simon auch schon eine Riesenrolle gespielt, als er damals nach Hamburg gegangen ist. Über Simon habe ich ja damals Kevin kennengelernt und bin zu Twitch gekommen. So. Und so hat er quasi. Meine Online-Karriere hat ja auch im Endeffekt noch ganz, ganz früher mit einem Nebelnik angefangen. Hm. Oh Mann, Junge, Legende. Ja, Legende. Ey, das war, ich bin ja genau zu der Zeit, bin ich ja so, haben Nebelnik und ich uns ja angefreundet, so kurz bevor sein Hype ja so losging. Ja. Und dann war das dieses,
ja, die, so ein Unge, der will, die wollen jetzt mit Daddeln, und da kam Overwatch gerade zu der Zeit raus. Da hat Karl aber immer gesagt, hey, ja, aber ich habe noch meinen Homie, mit dem will ich daddeln. Und so bin ich dann immer in dieser Spielgruppe so mit drin gewesen, so mit Zombie, Maudaro damals noch, Unge. So, und so bin ich dann in diese ganze Szene so reingerutscht, habe mich dann mit Simon so voll gut verstanden. Dann ist er nach Hamburg gezogen, wo ich ja noch zu der Zeit in Lübeck da die Ecke gewohnt habe. Und haben wir dann einfach so, haben wir richtig häufig einfach rumgehangen. Und dann war eines Tages so Kevin dabei, der Rest ist alles so Geschichte. Und so bin ich dann quasi zu Twitch erst richtig gekommen. Ich habe selber ja nur so halb gar immer so Content gemacht, irgendwelche Minecraft-Videos oder irgend so ein Kram. Aber es war nie so richtig krass. Ja. So, mit diesem Twitch-Ding habe ich dann halt gesehen, ey, jetzt, das ist vielleicht was cool ist, was mir halt mehr Spaß macht, als so ein bisschen so diese YouTube-Videos dann herstellen, weil ich war immer so, ich war jemand, der sehr schnell enttäuscht war, wenn nicht sofort irgendwie Progress da war, weißt du? Und das ist halt, darauf muss man sich einstellen bei diesem ganzen Internet-Ding, du fängst erstmal an und die ersten 6 Monate bis Jahr passiert jetzt noch nicht wahnsinnig viel. Das kommt ja erstmal mit der Zeit, es sei denn, du hast direkt ein knackiges Thema, was viele Leute interessiert und du füllst damit eine krasse Lücke. So, ich meine, jetzt bin ich wieder zurück bei YouTube gelandet und habe mit Twitch aufgehört. Ja, ich habe dein Statement-Video damals gesehen. Hast du es gesehen? Ja, ja. Und jetzt bin ich hier in dem Format, ja, und jetzt läuft das alles so unter Funk und es ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe auch sehr viel Schwein gehabt, muss man auch sagen. Aber jetzt sitze ich hier mit Olle Tanzverbot in der Corner. Ja. Und jetzt ist, cool. jetzt ist gute Leben. Ich finde es wirklich schön. Also ich will nur noch mal zurückholen, dass wirklich Unge hat mir extrem viel geholfen, weil ich jetzt gerade so negativ über diese Zeit geredet habe. Nein, aber Unge, wirklich, also du hast halt einfach nur wiedergegeben. Auf den lasse ich nichts kommen, wie du aussagst. Das ist einfach ein super lieber Typ, der mir bei sehr vielen Sachen geholfen hat. Und letztendlich haben wir uns ja dann auch wieder vertragen. Dann war alles gut. So, ja, war halt blöd. Ich habe ihn da jetzt halt einfach geglaubt, weil Abdel kannte er dann schon sehr lange zu der Zeit. So, und mich noch nicht so extrem, noch nicht so lange. So, auch wenn ich es schade fand, weil bis dahin hatten wir ja auch schon 4 Wochen Kontakt und da hätten hätte ich eigentlich schon denken können, dass ich nicht so einer bin. So, weißt du? Und ja, aber dann hat sich das alles geregelt. Aber das war schon ein sehr, sehr, sehr krasses Thema. Deswegen auch erst letztens Abdel im Club getroffen. Ja. Auch wieder Aftershow irgendwas. War das Gamescom? Oh, war das Gamescom? Das kann sogar sein. Ich bin mir nicht sicher. Und dann einfach, ich sehe ihn dann immer und normalerweise immer so vorbei. Und dann ist er aber auf mich zugekommen und ich so, ey, komm, scheiß drauf, ey. Lass einfach wieder, das ist jetzt so lange her. Weil ich glaube, kann sein, dass ihr vielleicht noch diese Experience-Party da gesehen habt. Ich glaube, Experience war das nicht gewesen. Nee. Also da haben wir uns auch gesehen, bestimmt, aber das war nicht der Punkt, wo wir dann so, ey, lass mal jetzt wieder chillen. Digga, aber du warst ja auch auf dieser Experience-Party. Ja. Digga, das war auch so ein weirder Moment, weil wirklich alles, also es wurde ja alles reingelassen, so, also alles, alle Content-Creator, egal ob wie beliebt oder die Bubbles sich so aufgeteilt haben. Und das war so komisch, so alle zusammen so zu sehen, weil man weiß, okay, normalerweise, da haben sich dann alle so voll in Ruhe gelassen. So, aber man weiß, ey, wenn wir morgen wieder auf Twitter sind, dann geht hier die Scheiße ab. Nee, was ich bei der Experience Party so krass fand, ist, weil da steht irgendwie 200.000 Euro Technik an Computern. Ja. Und dann so am Ende, so, wenn es dann immer umso später ist, wohl, umso mehr haben die Leute dann getrunken. Da gab es ja dann auch dieses eine, dass irgendwer auf den Rucksack gepisst hat. So, stell dir vor, du bist eigentlich in so einer internen Party, denkst so, hey, da ist chillig. Alter, so, einer strölt in die Ecke. Stellst deinen Rucksack dahin, pisst einfach immer drauf. Was? Aber auch so, dass dann auf einmal überall Bierflaschen auf den Setups, neben den Setups, so, weißt du. Das war so surreal, das zu sehen. So, weißt du, PC mit 40, 90, so richtig geile Setup. Ja. Da stehen so die Becher mit halb Bier, halb so Dings. Halb ausgetrunken, die ganzen alles, Mischen stehen so neben den Setups. Richtig stressig. Aber ich finde solche Events eigentlich immer ganz geil, weil es fühlt sich immer an wie so ein großes Klassentreffen. Deswegen ist für mich Gamescom immer im Jahr. Ich weiß, so eigentlich ist die Gamescom, sollte eine Spielemesse sein, so, und es sollte um Games gehen. Aber ich glaube, weil mittlerweile auch die Diskussion so losgeht mit, hey, sollte man Influencer von der Gamescom verbannen? Sollte man wieder mehr auf die Spiele richten? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Idee von, hey, wir verbannen die Influencer von der Gamescom, dass es super kontraproduktiv ist. Wäre gar nicht gut. Weil ich glaube, dass Influencer und Gamescom mittlerweile so eine Sache geworden sind, die einfach einhergehen. Das funktioniert nur zusammen, weil die Content Creator einfach die Zuschauerschaft, die Zielgruppe auf die Gamescom auch mit drauf ziehen. Ja, 100%. Ich glaube, natürlich. Der Gaming-Markt wäre, oder die Gamescom würde nicht so krass funktionieren, wenn nicht garantiert wäre, dass so viele Influencer dort sind. Mich interessiert, ich bin ganz ehrlich, so, da werde ich jetzt wahrscheinlich bei vielen so, das wird jetzt bei vielen sauer aufstoßen, aber ich habe auf der Gamescom bis auf 2018 Cyberpunk
vor Release, da gab es dann so ein Preview von Cyberpunk damals, 2018 noch so, da haben wir noch so eine Figur bekommen. Grüße geht raus, die ist heute 1000 Euro wert oder so. Oh geil. Ja, so eine Figur, die hat man dann bekommen, wenn man da war. Habe ich noch nie irgendwas mit Gaming zu tun gehabt auf der Gamescom. Ich bin immer nur da, weil da treffe ich alle Leute, die man sonst nicht trifft. Weil da schaffen das auch endlich mal alle dann irgendwie da hinzugehen, weil der eine... Ja, die Zeit nimmt sich jeder. Das ist halt so, weißt du, du triffst irgendwelche coolen Leute aus dem Internet. Ich habe wirklich, die meisten Freunde habe ich im Internet. Ja, ist und dann natürlich so. Ich meine, der größte Anteil bei mir auch. Ja. Genau, so weißt du, ich wohne in einer Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern. Denkst du, da kommt mal einer aus Berlin? Nein. Nee. So, wo kommst du denn her? Hier an der Grenze zu Österreich. Das ist so, weißt du, das ist so ein Meme. So, dann triffst du mal wieder jemanden. Ja, ich komme hier aus Köln. Und ich so, ach ey, gib mir dann, was soll denn das? Weißt du? Und das ist halt das Schöne an der Gamescom. Und für mich ist das einfach nur Leute treffen. Mich persönlich interessieren Spiele nur. Ich zocke viel. Ich habe einen Steam-Account mit 2000 Spielen. So, weißt du, das kann mir keiner sagen, dass ich nicht auch Zocker bin. Ja. Aber ich gehe dahin nicht fürs Spielen. Das ist mir egal. Ich will Leute treffen. Ich finde das schön. Ich treffe euch alle da. Ja. So Red Bull Area oder sowas. Gibt auch andere wunderbare Energiegetränke. Ach Mann, die Area, wo alle... Alles Mann! Ich hatte ein Briefing im Ort zuvor. Es gibt auch andere schöne Energie. Ich rette dich. Ich rette dich. Oh Mann. Ah, du weißt, was ich meine. Ja, klar, natürlich. So, und das ist einfach schön, denn da alle Leute zu treffen... So, und darum geht's mir eigentlich. Mich interessieren Spiele überhaupt nicht. Ja. Weil man ja auch generell sehr lange ansteht. Ja, also, natürlich. Vielleicht schaffst du es als Content-Creator noch. Es lohnt sich vielleicht dann am Pressetag, wobei der auch schon übel voll ist, so ab 14 Uhr. Das ist dann aber auch zu viel. Wann ist der Pressetag? Mittwoch? Pressetag ist immer Mittwoch und ab 14 Uhr kommen dann noch so, du kannst so Wildcards gewinnen. Da kommen auch schon voll viele ran. Ich meine, wir hatten zu viel. Ich habe ja dieses Jahr eine Bühne moderiert. Ah, krass. Und da war dann auch schon an einem Pressetag, wo wir uns dachten, weil wir hatten dann so die Pietz auf der Bühne so und Dr. Freud und so. Hm. Da war dann auch schon übel Publikum davor, weißt du? Ich dachte, hast du keinen Tag Ruhe. Heute ist doch Pressetag. Ja, ja. Wenn das Pressetag ist, wie wird es dann die nächsten Tage? Ich sagte, Bruder, die nächsten Tage. Samstag ist immer vorbei. Samstag geht gar nicht. Samstag war, glaube ich, das... Mache ich, glaube ich, auch nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich. Samstag war das Gottloseste, was ich jemals erlebt habe. Also als ich auf dieser Bühne stand und du die stehen alle bis zur Wand hinten. Ja, ja. Ach du Scheiße. So, die musst du jetzt alle bespaßen. Ja. Das war schon heftig, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn du dann die Resonanz bekommst, du moderierst so eine Bühne und du kriegst dann so die Resonanz von den Leuten, völlig abgefahren. Und das ist ja auch Push, oder? Du gehst ja nicht auf die Bühne und das ist so easy für dich. Digga, das pusht dich des Todes. Ja, das ist geil. Aber es ist schon sehr, sehr abgefahren. Ich kack bei sowas immer ab. Immer. Aber für mich ist Gamescom halt, oder wie halt für die meisten, ist halt einfach so Arbeit. Hm. Was mich zu einem Punkt führt, weil mich das einfach interessiert hat, oder immer interessiert hat, wie das bei so manchen Charakter ist. Ich sag mal, dadurch, dass du ja immer so dieses Image hattest mit bisschen, Wie baue ich das am besten auf? Ja, vielleicht manchmal so ein bisschen aneckender, ein bisschen kontroverser. Wie schlägt sich das auf deine Werbefreundlichkeit aus? Wow. Ich meine, da wird ja nicht jede Company so sagen, okay, da ist jetzt der Tanzio, der setzt sich mit Silvana hin, den würden wir jetzt unbedingt gerne für unser Produkt platzieren. Ja, also das muss ich sagen, das ist natürlich etwas, womit ich schwer zu kämpfen habe. Ja. Also das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Das hat mir sehr, sehr viel verbaut. Viele, viele Werbemarken, die mich interessiert haben. Ich muss halt sagen, ich bin jemand, der nicht alles annimmt. Ja. Also ich habe 99% der Sachen, die mir angeboten wurden, habe ich abgelehnt. Das ist auch richtig so. Aber auch wirklich geile Marken eigentlich. Aber ich hab damit auch wirklich nichts zu tun. Also ich meine jetzt nicht nur hier diese Asia-E-Mails, die du bekommst, wo irgendwas schlecht übersetzt, dann so, hello, I'm from, weißt du? Ja, wir wollen hier, unsere Lampen. Sowas meine ich nicht. Ich meine schon, da waren auch schon Firmen bei, die so an sich krass sind, wo ich auch Respekt vor habe, aber ich selbst das halt nicht verkörpern kann, weil ich das halt nicht, entweder ich muss es selbst nutzen, so weißt du, oder ich muss halt irgendwie eine Empfindung dafür haben. So, ich könnte jetzt zum Beispiel keine Werbung von Kosmetik machen, weil ich nutze sie nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Und das ist bei mir sehr schlimm. Das kommt dazu. Ey, was schlürft denn da hinten so doll? Alter Schwede. Immer die Füße, Junge. Schon aus 800 Meter Entfernung. das kommt dazu, dass ich generell sehr wählerig bin, was Partner angeht, weil ich muss das wirklich verkörpern können. Ich will so, das ist halt wie Familie, diese Leute, weißt du? Ja. Die Zuschauer und sowas, so, die haben mich ja mit aufgebaut, die sind dafür zuständig, die haben da mit für gesorgt, dass mein Leben heute so ertragbar ist. Und die ist, vertrauen kann man so dir sagen, ja dann auch mit dem, wenn du eine Kooperation machst, dass es auch wirklich, dass du dahinter stehen kannst. Ich könnte die nicht verarschen. Ich könnte jetzt hier nicht irgendwas, wo ich mir so intern denke, oh ja gut, ich kriege jetzt 20.000 dafür, sage ich einfach mal, dass es geil ist und dann so, hey, hier, guckt euch mal den an, voll schön und so im Kopf denke ich mir dann so, ey, was ist das, Alter? Ja. Das könnte ich nicht machen. Und natürlich,
dann kommt das noch dazu. Also erstmal lehne ich sehr viele Sachen ab und dann die Sachen, die ich haben will, davon wollen die meisten mich nicht haben, weil die einfach denken, die hören Tanzverbot vorbei. Da wird nicht weiter diskutiert. Ja. Das ist ganz schlimm bei mir. Da habe ich jetzt auch ein neues Management, das baut sich jetzt auch alles auf. So, da wird mir dann jetzt auch professionell, da steht man mir jetzt auch professionell zur Seite, dass man mir da ein bisschen hilft, auch wieder ein bisschen Anerkennung zu finden in dieser Werbeindustrie. Weil ich habe ja generell, guck mal, ich habe keine 10 Placements in meinem Leben gemacht, obwohl ich seit 8 Jahren selbstständig mit YouTube bin. Nicht so viel? Nein. Ach krass. Keine 10 Stück, es ist 5, 6. Ich habe bestimmt schon über 30 gemacht oder so. Ja, so das meine ich. So, das ist halt krass bei mir. Und ich meine, ich bin jetzt, ohne mich jetzt zu doll runterzureden, aber ich bin ja deutlich, deutlich kleiner als du oder deutlich, ich sag mal, unbekannter als du, so in dem Falle. Aber das ist der Unterschied so heftig, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich krass, aber viel halt auf Faulheit. Ja, also okay, ich habe auch viele, das kommt dann auch noch dazu. Also es sind wirklich 3 Faktoren, die einfach immer gegen Placements gesprochen haben. Ja. Und dann halt auch nie so eine richtige Hand an der Seite, die mir hilft. So, jetzt bin ich in einem guten Management. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ja. Ansprechpartner sind auch auf allen Events sind immer Ansprechpartner. Ich komme auf einmal auch überall rein, so weißt du, diese ganzen Lounges oder sowas, wo man mir vorher mal gesagt hat, nee, wir haben da keinen Ansprechpartner für oder sowas. Ja. So, das gibt mir alles schon sehr gutes Gefühl. Da connectet man dann immer mehr und das langsam wird es. Und ich hoffe jetzt in Zukunft. Ich meine, ich weiß ja, bei welchem Management du gelandet bist. Ich denke, da hast du sehr, sehr gute, sehr gute Ansprechpartner. Ja, also auf jeden Fall. Das sind super Leute dort. Ja. Anderes Thema. Du warst ja dann auch, wo wir gerade schon bei Events waren, warst ja auf der TwitchCon in Amsterdam, war das, glaube ich, damals. Ja. Da hast du Lola kennengelernt. Da habe ich die Lola kennengelernt. Da haben wir Lola. Jetzt kommen wir zum Lola-Thema. Das will ich nur kurz anreißen. Wir müssen nicht allzu doll ausschweifen. Und dann ist die große Tanzi-Lola-Love-Story entstanden. Ey, die Love-Story, die war schon krass. Also wir haben uns wirklich random irgendwo in Amsterdam getroffen. Dann war da weiß ich noch ganz genau, da habe ich auf Ronny Berger und Knirps gewartet damals. auch mal ganz kurz, Ronny Berger, Knirps, auch ein geiles Gespann, oder? Ich liebe die wirklich. Ich mag die beiden so sehr. Wirklich, Grüße geht raus an die beiden. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Und ich finde schön, dass sie durchziehen und bei denen so läuft und immer und das immer krasser wird. Finde ich sehr schön. Freue ich mich auch schon, kann ich bestätigen hier, ich weiß nicht, wann es passiert, aber Ronny hat schon zugesagt für die Corner. Kommt auch noch eine Folge mit Ronny Berger, könnt ihr euch doch freuen. Geile Sache. Ja, da habt ihr euch zufällig, ihr habt beide das war so eine Konstellation aus vielen Dingen. So, denn mein Moderator, Hydrogen, der hat denen die falsche Adresse gegeben. Da gab es dann 2 Haltestellen, die irgendwie 4 Kilometer voneinander entfernt waren, die aber gleich hießen. Ja. Und dann sind die erst dahin gegangen und erst deshalb bin ich überhaupt noch so lange da geblieben, um sie zu treffen. Ach, das war halt wirklich diese Verkettung aus Zufällen, die dazu geführt haben, dass wir uns dann getroffen haben. Das war crazy. So wirklich, also hätte der eine Faktor nicht dazu gesprochen, hätte er ihnen gleich die richtige Adresse gegeben, hätte ich sie niemals getroffen. So, weißt du, was ich meine? Krass. Und dann ist sie da. Und ich so, ah, you are streaming too? Nice. Und ich so, ich kann Deutsch. Gleich überfordert, Frau spricht mich an. So, weißt du? mein Handy ist leer. Und dann war ich so aufgeregt, so, weil hübsche Frau, so, weißt du, so, willst du meine Powerbank? Nee, alles gut. überfordert. Und dann ist das so entstanden, das ist ja auch, ich sag mal, es gab ja dann auch immer diese große Gerüchteküche so auf Twitter und so. Also, ach ja, ist da was und ist da nichts. Wie nimmst du das so im Nachhinein wahr? Wie war diese Zeit so für dich? Und würdest du sagen, dass du es vielleicht, weil ich meine, es ist ja durch den Stream irgendwie, ihr habt euch im Stream so kennengelernt, es hat sich so aufgebaut und ihr wart ja auch viel unterwegs und seid natürlich Content Creator und streamt dann entsprechend viel. Würdest du sagen, du bereust es im Nachhinein, diese Beziehung so öffentlich geführt zu haben? Oder würdest du sagen, es gehört dazu und es stört dich nicht? Ja, also das ist immer der Zwiespalt. Also es hat immer seine Fürs und Gegens. So, das gibt also dafür spricht natürlich, dass ich mit ihr frei rumlaufen kann und ich nicht immer irgendwie paraschieben muss, dass irgendwer sie heimlich filmt und das online stellt. Okay, so, verstehe ich, Zum Beispiel meine erste Beziehung, die war halt sehr introvertiert gewesen. Die hätte niemals irgendwie im Netz auftauchen können. Und dementsprechend ist man halt auch draußen rumgelaufen. Ja. Und das ist halt natürlich mit einer bestimmten Anspannung immer verbunden gewesen. So, deswegen ist das natürlich schon schön. Ja. So. Der Negativpunkt ist natürlich so die Angreifbarkeit. So, weißt du, die wissen jeder halt, hat eine Meinung. Jeder hat eine Meinung. So, mich interessiert das nicht. So, sie hat das dann schon immer ein bisschen mehr mitgenommen. So, wie gesagt, ich bin da heute eiskalt, mich interessiert gar nichts mehr. So, ich bin da voll leer, was das angeht, wenn mich irgendwelche Leute beleidigen oder die irgendeinen Schwachsinn sagen. So, aber bei ihr war das dann so. Die haben dann gesehen, so, oh, jetzt haben wir einen Angriffspunkt, wo er emotional hintersteht, so, weißt du, und das ist halt das Nervige gewesen. So, und dann lässt sie sich halt auch immer drauf ein, auf TikTok und das alles, und das war dann halt immer, boah, das war anstrengend. Aber ich finde dieses ganze Thema jetzt erstmal auch menschlich gesehen war das schön, wie sich das alles entwickelt hat und auch Social Media technisch. Ich fand es geil, auch wie sich das so drüber geredet wurde, weil jeder hat es gegönnt. Ja. Jeder hat es gefeiert. So. Ja. Und das fand ich eigentlich immer ganz, war eine mausige Geschichte. Ja, ich fand das schön, wie gesagt. Aber wohnt sie in Berlin?
Ich wohne gerade in Berlin. Wohne gerade in Berlin? Ja, guck mal, ist doch top. Da habt ihr euch. Das ist eine super Sache. So, ein Thema, was mich noch interessiert. Das wollte ich noch ansprechen. Thema Musik. Ja. Wie sieht's aus? Ich habe dein erstes Release, das hast du mitbekommen, Zahnlücken-Johnny. Zahnlücken-Johnny. Großer Hit. Ja. Booster-Freak. Hattest du den schon, bevor du mich recherchiert hast? Ja. Okay. Bruder, nein, ich habe alles mitbekommen. Ich krieg immer sehr, sehr viel mit. Aber Zahnlücken-Johnny, als das rauskam, legendärer Song. Ich meine, ist ja daraus resultiert, dass ich glaube, Monte hatte ich damals genau, zu Zahnlücken-Johnny. Monte hatte eine Ansage gegen mich gemacht, die einfach nur Zahnlücken-Johnny hieß. Und wir haben einen Song daraus gemacht. Ich weiß, ja. Und dann kam ja irgendwann auch irgendwie der Kontakt. Ich weiß nicht, ob es übers. Oder kam wahrscheinlich schon davor mit Sido. Sido war sehr viel später. Ja, natürlich. Aber ich meinte jetzt vor diesem Angelcamp, wo du dann diesen einen Auftritt hattest, wo du ja aufgetreten bist. Ja. Ja, da hatte ich schon Kontakt. Und da hast du ja schon mit Sido so zu tun gehabt, und dann kam ja der Nonsense-Rap, ist da ja entstanden. Du bist ja der Urvater genau, des Nonsense-Raps. Genau, davor gab es aber auch schon zwei Nonsense-Raps. Ja. Gab's schon, ja. Genau. Das eine war die Wahrheit. Nee, die Wahrheit und Real Talk. Und so, was man halt einfach macht, damit so. Ich meine, kannst ja variieren, so weißt du. Kann ja alles sein. Ja. Kann auch ein Liebessong sein, so weißt du. Bist du, wie sieht es da bei dir aus? Bist du motiviert, dann noch mehr in die Richtung zu machen? Weil an sich. So vom Grundding, ich meine, du hast ja, es waren ja keine klaren Sätze, aber die Flow-Patterns sind stabil, Digga. Ja, wie gesagt, also das ist auch krass, was sie für Aufrufe haben. Also ich glaube, das eine Ding hat irgendwie 3,5 Millionen Aufrufe, so da träumen einige richtige Songtexte davon. So. Natürlich, das ist natürlich, crazy. Und ich habe so viel positive Resonanz dafür bekommen. So, ich weiß noch, so ich hab das immer gemacht, ich habe das schon sehr lange gemacht, und ich habe auch immer mal so kleine Ausschnitte davon auf Twitter hochgeladen, schon 2016, 17, und dann dachte ich mir einfach, oh, das ist ein geiler Beat, darauf versuche ich jetzt einfach mal was. Aber es ist auch so legendär geworden, es ist mittlerweile das Hungriger Hugo-Outro. Ja, das ist crazy, aber weißt du, Satter Hugo, ist auch Hungriger Hugo, ich weiß nicht, ob beide das machen. Ich glaube, Satter Hugo auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, und ich weiß noch, wie das am Anfang war, so dieses, oh, lade ich das jetzt hoch, wie reagieren die Leute darauf? Und ich habe das gemacht und alle so, WTF, was ist das? Aber kam dann am Ende schon viel krasser an als gedacht. Ja, ja, eben. Dann haben ja noch so viele Leute darauf reagiert. Das war schon eine coole Sache. Als ich das zuerst mal gehört habe, war ich so, hey, Digga, was macht der denn da? Ja. Aber es war so, aber an sich klingt's tight, ey, so, aber gefeiert. Es macht halt keinen Sinn. So, ja. Aber Es klang halt nicht schlecht. Mal, das war, glaube ich, das, was die Leute so ein bisschen so. Na, sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Guck mal, mein Hintergrund dafür war immer so: Ich höre auch russischen Rap. Ich verstehe keine Silbe Russisch. Weißt du, was ich meine? Aber es hört sich trotzdem geil an. Niederländischer Rap, Freunde. Mal kleiner Tipp an der Stelle. Sehr krass. Dieser Urgedanke. Fängt das riechen? Ja. Das ist ja dieser Urgedanke, den ich dafür habe, weißt du? So, letztendlich versteht man eh viel von dem, was man hört, nicht. Ja. Weißt du, bei Techno hat ja auch, da hört man ja auch nichts. Das sind auch Klänge, die hört sich einfach gut an, weißt du, was ich meine? Klar. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, ich versuche das jetzt einfach so. Und das hat halt auch wirklich gut funktioniert. Ja, eben, auf der Basis macht das ja auch total Sinn. Ja. Aber kommt noch Mucke? Machst du noch Mucke? Also ich habe an sich, mega Bock, aber ich glaube, ich habe nicht so dieses richtige Feuer. Mhm. Ich glaube, das ist auch, Sido hat ja wirklich mir da viel geholfen. Ich habe ja mal noch einen anderen richtigen Song released. Genau, richtig mit Kilian. Genau, so heißt der Song, den hat er mir ja geschrieben. Ja. Waren wir im Studio, das alles eingenommen, er hat mir da richtig geholfen. Ich glaube, wenn ich mehr Feuer hätte, wäre da schon viel mehr rausgekommen, wenn er das auch sehen würde. Ich glaube, er würde mir da auch zur Seite stehen, wenn er sehen würde, dass ich richtig Feuer dafür hätte. Aber das habe ich leider nicht. Also ich liebe Rap, ich gucke mir auch alles an, ich gucke mir auch Matthias da an und ich gucke mir diese ganzen Rap-Interviews an, ich kenne so viele Rapper, ich liebe das, diese ganze Materie, Battle-Rap auch, Rap am Mittwoch, das alles immer geguckt. Und, also wir haben vorhin auch kurz drüber geredet, so VBT und sowas. Digitally, VBT, alles. Ich weiß Block Battle. Ey, alles geguckt, ey, wirklich rauf und runter. Ich habe immer mal wieder, so alle paar Monate habe ich so diese Phase, wo ich dann auf einmal so random, ist 3 Uhr nachts, ich so, was mache ich jetzt? Ja. Auf einmal gehst du wieder alte VBT-Runde, oder? Fühle ich komplett, Ich mache das immer wieder. Und dann erwische ich mich selbst so dabei, wie ich dann irgendwie auf so Julians Blog, sehe ich da irgendeinen Song, gehe runter, will eigentlich was schreiben, aber ich habe vor 5 Jahren schon geschrieben. Hey, geil, man kann sich's immer wieder angucken, so weißt du? Ja. Das ist schon, also das feiere ich, so dieses ganze Rap-Zeug. Und ich würde auch gerne mehr machen, aber ja, Motivation halt, keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht einfach mal auch Spaß mal wieder ins Studio rein, wa? Ja. Tanzi, wir kommen langsam Richtung Ende und ich mache am Ende mal das große Corner-Buch. Das ist mal das Freunde-Buch. Das sind so schnelle Fragen. Ja? Schnelle Fragen zu Ende. Ja. Also, wir fangen an. Ja. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Das war die erste Frage. Ja. Ich bin überfordert. Also, Name. Kilian. Kilian. Hast du einen Spitznamen? Tanzi oder Kili. Moppy. Mama nennt mich oft Moppy. Aus Pittiplatsch und sowas?
Nee, einfach Moppi. Moppi, so weil auf, das ist auf Dick oder so. Nee, Moppi war der Hund aus Pitti Platsch und Schnatterinchen. Kennt ihr das? Das war vom Ostsandmann. Was redest du denn jetzt? Der, bei Gott, ja, hä? Digga, kein Plan. Ey, schreibt mal in die Kommentare, wer kennt vom Sandmann Pitti Platsch, Digga. Das habe ich als Kind nur gehört. Das kann sein, dass es daher kommt. Ja, ja, da hieß der eine, wie gesagt, der eine Hund hieß Moppi. Naja, wie dem auch sei. Weird take irgendwie. So nennt man dich, wenn man dich auf der Straße sieht, wie nennt man dich am besten? Tanzverbot? Tanzi? Tanzi, Kilian. Ich freue mich immer, wenn mich Leute Kilian nennen, weil das immer bedeutet, dass sie sich schon näher mit mir auseinandergesetzt haben. Das finde ich geil. Hey, so ich sag irgendwie aus Gewohnheit immer Tanzi bei dir. Aber ist auch gut. Ja, Tanzi, ist okay. Ist auch schön. Ist okay? Ja, das ist gut. Na, Tanzi. Wann hast du Geburtstag, Tanzi? 8.2.97. 8.2. Kenn ich noch jemanden, der Geburtstag hat? Nee, ich glaube nicht. Was ist das für ein Sternzeichen? Wassermann. Wassermann? Oha, Digga. Wassermann. Und ich bin wirklich verschwenderisch damit, Alter. Schon damals im Garten, wir hatten ja immer so eine Gartenlaube mit meinem Opa. Mit Wasser? Ja, und ich habe dann immer so die Regentonne leer. Ich hatte so einen Buddelkasten und ich habe irgendwie immer so ein Empfinden für Wasserverbrauchen gehabt. Das ist voll komisch, Alter. Aber wirklich. So, Wasser fasziniert mich so auf so eine komische Art und Weise. Ich bin die Referenz gerade zum Wassermann. Ja, ich mach da ich wirklich weiß nicht, zu ob das viel was, mit. Ich weiß nicht, ob das Wasser, wahrscheinlich hat das original bestimmt gar nichts damit zu tun. Wassermann wahrscheinlich eher Wasserträger, so nach dem Motto. Ja, ja, check. Keine Ahnung, aber ich spüre einfach, dass ich so ein übelstes Interesse an Wasser. Das hört sich ist egal, mach weiter. Was ist dein Lieblingsdrink, wenn du was trinkst? Dein Lieblingsgetränk oder Drink? Bist du immer noch auf Energy? Leider, ja. Aber wenn du jetzt beispielsweise mal in so eine Bar gehst, was gibt's da? Boah, da habe ich keine Ahnung. Da trinke ich dann immer hier, wie heißt denn? Das, was da ist. Ja, also ich habe da nichts Spezifisches. Ah, okay. Nee, wie heißt denn, warte mal, nein, Cola, Rum-Cola. So, Rum-Cola, sowas, ey, sowas ja, das ist doch ein Kultgetränk. So ganz leicht, so einfach nur gute Laune und dann ist gut. Ja, jetzt kommt mein Lieblingspunkt, was ist deine Lieblingsbeleidigung? Boah. Weiß ich gar nicht, ich variiere da sehr doll. Ich glaub, ja. Hurensohn. Das ist nämlich der Klassiker, die meisten machen den klassischen, ja. Hurensohn, ja. Kommt aber drauf an, aber ich kannte das, ich bin jetzt nicht so einer, der zu seinen Freunden sowas einfach sagt, weißt nee, du, so, nee, es nee, gibt nee. Ja welche, die dann so unter sich, ja, du kleiner Hurensohn oder so, das fühlt würde mir nie passieren. Aber ich könnte dir jetzt so, ich habe jetzt keinen Impuls dafür, was so eine richtig geile Beleidigung wäre, die ich immer sagen würde. Ja, ich sage immer, für mich ist es immer so alles, was mit so mit Schwein zu tun hat, finde ich immer sehr gut, Dreckschwein, Potsau, sowas finde ich immer geil. Ja, ich bin halt vulgär so in der Art, fick dich halt dein Maul, sowas. Okay. Ich bin gar nicht so krass mit dem Beleidigung, obwohl ich will diese ganzen Beleidigungen hier nicht sagen. Du piepst dann einfach raus, ja? So, so Fotze, sage ich halt auch so. Ja, können wir machen. Das ist halt so meine richtige. Was willst du denn, du Fotze? Weißt du, so richtig, wenn ich in einem Modus bin, das ist ja, halt so ein richtig, ja, richtig ekliges Wort. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, es ist wirklich ein ekliges Wort. Es klingt auch nicht schön. Nee. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut. Ja. Hast du ein geheimes Talent, Hansi, was keiner weiß? Ich habe wirklich gar keine Talente. Doch, du kannst doch, klar. Doch, irgendwas hast du doch. Was? Ich kann unglaublich lange am PC sitzen. Bruder, du kannst Nonsense-Rap. Nonsense-Rap. Aber das ist ja kein geheimes Talent. Ich hab Taktgefühl, das habe ich. Voll. Taktgefühl habe ich. Müssen wir nur noch richtig ausreizen, wenn ich auch mal ein bisschen wüsste, wie man umgeht mit Musik. Ich glaube, da können geile Sachen kommen. Ey, an sich ja. Aber ich habe halt keinen Plan davon, so null. So, wenn ey, ich wüsste, musst, wie man eigentlich selbst musst du noch was machen. Eigentlich musst du noch was machen. Ich hab Bock drauf, wirklich. Geh das mal an. No. Was ist für dich mal so richtig unangenehm gewesen in deiner Laufbahn, was du noch nicht so erzählt hast? Ich meine, man weiß wahrscheinlich schon, das meiste. In der Laufbahn jetzt in Bezug auf Internet? Ja, vielleicht auf Internet. Also was ich letztens hatte ich eine sehr, also das war ein Twitch-Essen gewesen. Ja. Das war ein Twitch-Essen, da habe ich mit einigen Leuten da gesessen und dann Isa, also Hanipu. Ja. Die kam dann so mit der Kamera. Das ist für mich eine unangenehme Situation gewesen. Ja, so eine Kamera und Tanzi, was ist mit dir? Und ich so, ich war gerade so am Essen und ich so, und ich so, und sie guckt mich so, was will er jetzt von mir? So, weißt du, das ist so eine Situation. Ja, daran wird sie sich wahrscheinlich gar nicht erinnern. Aber die Situation, es war so unangenehm für mich, weißt du, weil ich mit ihr eh noch nicht so dieses Eis gebrochen habe. Wir sind noch nicht so dieses, hey, weißt du, also wir sagen uns Hallo, so cool, aber wir haben noch nie so richtig geredet miteinander. Ja, check ich. Und dann filmt sie mich so und das ist so dieser Moment, wo man eigentlich so irgendwas Cooles macht und dann so, und sie so, na gut. Und ich war das ist erst letztens passiert, die Situation. Und daran denke ich immer wieder, dass mir die mies unangenehm war. Ah, weil das fuck, so, ja. So, die hat sich auch nicht aufgeklärt. So, dann ist sie wieder nach hinten zu ihrem Platz gegangen und dann. Scheiße. Okay, checkig. Was ist deine komische Angewohnheit? Hast du so Marotten irgendwie, keine Ahnung? Wackelst du mit den Beinen oder. Boah, das ist ganz schlimm. Digga, das haben alle. Ich hab das auch. Deswegen mache ich immer den hier. Deswegen mache ich immer so. Ich mache so, aber dann mache ich so. So, weißt du? Oder ja, wenn ich so mache, dann mache ich mit dem Bein weiter. Oder hier so mit den Füßen dann. Aber das ist dann, weil ich sitze dann manchmal so und dann mache ich hier immer also, hier. Ganz, ganz, ich habe Misophonie. Weißt du, was das ist? Misophonie, also extreme Geräuschempfindlichkeit. Ah.
ich, okay, ich könnte, krass, ich könnte, ehrlich? Also das ist extrem schlimm bei mir. Peng. Also wenn Leute neben mir, nein, nicht sowas. Also. Hier juckt mich das gar nicht. Okay. Das ist gar nicht. Es ist auch nur in Situationen, wo alles ruhig ist und zum Beispiel Essensgeräusch ist für mich der Tod. Wenn jemand neben mir Chips okay. isst und wenn er in den zweiten Chip beißt, dann bin ich kurz davor, den umzuboxen. Ich werde richtig aggressiv. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt nicht... wir können normal essen gehen, du musst keine... Aber wenn ich mich einmal auf das Geräusch fokussiert habe, dann ist es vorbei. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm bei mir. Und das hat mir schon viel kaputt gemacht. Ja, okay, verstehe ich. Beste Situation ist, Weihnachten, Mama hat Essen gemacht, wir essen zusammen. Alles ist schön, wir gucken Bud Spencer, wir gucken immer Bud Spencer-Filme zu Weihnachten. Wir essen... Und irgendwann fokussiere ich mich auf einmal auf ihr Essgeräusch. Sie ist ganz normal. Sie macht nicht so... sondern sie ist ganz normal. Ist einfach, und ich so... Ich muss mich zusammenreißen. Ich sag's ihr denn manchmal nicht. Ich muss mich so zusammenreißen. Auf einmal ist meine Laune so richtig runtergezogen, weil ich höre nichts anderes mehr als dieses Essgeräusch. Ja, dann fokussierst du dich auch so drauf. Ist, also es ist jetzt keine diagnostizierte Misophonie, aber ich glaube, ich habe das, weil ich so aggressiv darauf werde. Auch Lola, die hat extrem lautes Schluckgeräusch. Oh, das hört sich komisch an, aber so beim Trinken, wenn sie trinkt, dann macht sie so... Das ist halt so... So immer Freischwimmer. Und das ist mein Tod, dieses Geräusch. Wir haben schon... Das hört sich blöd an. Das hört sich so wahllos an, aber wir haben wirklich schon Streit deswegen gehabt. Ich kann mich dann nicht zusammenreißen. Ich würde das gerne abbauen. Ich habe ein extrem empfindliches Gehör. Obwohl ich mein halbes Leben lang laut Musik mit Kopfhörern höre, ich höre alles und das nervt mich. Heftig, krass. Ja. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, weil ich habe Füße schlurfen vorhin, ich habe das nicht gehört, bei Gott. Ja, vielleicht kommt das auch daher. Also, weißt du, vielleicht bist du was fällt dem ein, hier so rumzuschlurfen? Nerv mich mal nicht. Wie so eine Fledermaus, Alter. Ja. Krass. Was findest du richtig scheiße? Eine Sache, die du richtig scheiße findest. Casino. Sehr gut. Sich verkaufen. Ja. Placements machen, wo man nicht hintersteht, wo man sieht. Ja. Das hat Monte manchmal so, weil keine Ahnung, der macht so, ich mag ihn, so Grüße geht raus an dich. So. Aber das ist schon wieder witzig, eine Sache, Alter, das geht gar nicht, Digga. Monte spielt Genshin Impact. Ich werde es niemals vergessen. Oh, geil, guck mal hier an. Oh, der Alter, als ob er diesen Skill hat. Ich so, ey, Monte, Digga. Ich sehe das und ich denke, Bruder, was ist das denn? Wie geil. Digga, das ist einfach so, ist dein Ernst? Das ist so Banane, das ist schon wieder witzig. Das bei ihm ist schon wieder lustig. So, ja, weißt du, was ich meine? So, ich will jetzt bei ihm nicht alles gutheißen, aber so, das ist generell, wo ich ein ganz großes Problem habe, wenn man so einfach alles annimmt und du merkst, Alter, der hat doch keinen Plan davon. Check ich komplett. Casino ist halt Endlevel. Also Casino ist für mich wirklich hasse ich übertrieben doll. Weil zu viel generell dran ist. Dieses Wettsport und dieses ganze Zeug, das hat so viele Leute kaputt gemacht. Ist auch so. Und das nimmt einen, es nimmt auch mich ein. Ich war auf Madeira, habe ich auch mal ein bisschen Casino probiert so, habe ich auch öffentlich drüber. Dieses große Casino da. Ja, weil es ist einfach geil. Da kannst du essen bis 3 Uhr nachts, so, weißt du. Ja, und dann stehen halt diese Automaten drum und dann habe ich es mal probiert und ich bin ja insgesamt 10 Euro im Plus. Yeah. Ich habe da tatsächlich irgendwie 150 Euro verloren und dann auf einmal Riot, keine Ahnung, und dann bin ich insgesamt 10 Euro im Plus, ich fasse das nie wieder an. Yeah. Und ich habe aber gemerkt, dass ich, obwohl ich ein übelster Anti-Casino-Gegner bin und ich mir sage, Alter, das ist scheiße und ich das voll in meinem Bewusstsein habe ich gemerkt, oh scheiße, dieses Riot ist fast voll, da fehlt nur noch das I, ich brauche nur noch das I, so weißt du, nach diesem Motto. Oder und ich habe gemerkt, man wird da richtig empfänglich für. Du bist empfänglich dafür, obwohl du der übelste Gegner davon bist. Ja, und das ist gruselig. Ja. Und ich hasse dieses ganze Zeug drumherum. Kann ich nicht leiden. Ist auch so. Oh, es fängt langsam an zu regnen. Wir machen jetzt auf ganz, ganz schnell. Sache, die du magst. Fast Food. Oh, sehr schöne Antwort, ja. Einfache Antwort. Ist eine einfache Antwort, also eine gute Antwort. Musik ist Musik. Sehr, ich höre sehr, sehr viel Musik. Dabcon, nimm mir den nächsten Punkt, mit, was ist dein Lieblingssong gerade? Oh. Hast du einen? Kurz nachschauen. Also im Streaming dies? Also, mein Lieblingssong gerade ist... Achso, ja, Entschuldigung. Mein Lieblingssong gerade ist, was ich gerade... Den habe ich letztens erst gefunden von Mortal. Kennst du Mortal? Ja, klar. Kommen und Gehen. Ist ein ganz einfacher Song, aber der ist so geil düster. Ich feiere den. Also ich packe auf eine Cornerliste. Ist die Playlist zum Podcast. Hauen wir mit drauf. Ich habe irgendwie 3000 Lieder oder so, aber das ist gerade das Lied, das höre ich die ganze Zeit. Das habe ich random gefunden. Da glaubt man gar nicht dran. Man switcht einfach durch und das ist auch richtig so. Ich höre das Lied und krieg so Gänsehaut. Stabiler, weißt du, was ich meine? Ja. Mortal Shoutouts, Alter. Ja, auf jeden Fall. Tanzi, wir kommen zum letzten Punkt. Was ist deine Weisheit an die Welt? Eine richtig schöne Tanzweisheit brauche ich jetzt. Verstell dich nicht, bleib immer so, wie du bist. Aber immer mit diesem Fünkchen Menschlichkeit, dass du nicht zu sehr wehtust. Das klingt doch fantastisch. Das ist wunderbar. Ja. Tanzi, das wird durch mit deiner Corner. Es war sehr, sehr geil mit dir. Hat Spaß gemacht. War richtig cool. Gerne mal wieder. Sehr gerne. Ich küsse dein Herz. Machen wir so. Vorher auch. Genau. War vorher noch auf Klo. Ihr könnt den Podcast. Sorry. Ihr könnt den Podcast überall hören auf allen Podcast-Plattformen.
auf Apple, Spotify. War übrigens mein erster Podcast. Dein erster Podcast? Ich wurde schon extrem oft eingeladen. Ich habe gesagt, kein Bock, aber du bist der Erste und jetzt ist der Übergang. Das ist das allererste Mal, dass ich in einem Podcast bin. Geil. Ja. Mega, freut mich mega. Super. Aber hat's dir gefallen? Ja, macht Spaß. Ja, ist geil. Sehr gut. Wie gesagt, ihr könnt alles auf allen Streamdiensten hören. Ihr könnt auch auf YouTube, weil wir jetzt zu Funk gehören, könnt ihr das Video downloaden und offline schauen in der YouTube-App. Funktioniert alles. Und ja, dann kommen wir gleich zur Endcard. Und das war's dann von uns. Bis dahin. Ciao. Freunde, wir sind schon in der Endcard. Hier kommt ihr zu einem Video von Deep und Deutlich. Und hier drunter kommt ihr zur letzten Corner mit Let's Hugo. Lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, was nicht alles geht. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.